So, dann herzlich willkommen zum vorletzten Talk, also zum letzten Talk vor dem großen Final-Talk. Und zwar in unserem Slot heute haben wir zu Gast Frau Dr. Carola Dahlke vom Deutschen Museum. Und wir werden heute auf eine Zeitreise mit ihr gehen durch die Geschichte der Kryptologie, und zwar von vor Christus bis in die Neuzeit, also bis heute. Frau Dr. Dahlke ist eigentlich fast so was vom Lebenslauf wie so ein typischer TNG-Consultant, als Quereinsteigerin nämlich reingekommen, hat Geowissenschaften studiert und promoviert, dann am Max-Planck-Institut in Hamburg auch eine Zeit lang geforscht und dann 2014 an das Deutsche Museum gekommen und leitet, ist dort jetzt Kuratorin für Informatik und Kryptologie seit 2018 und hat uns heute auch ein paar Ausstellungsstücke mitgebracht und wird uns ein bisschen etwas, ja, also zumindest ein paar Kleinigkeiten, diese zeigen wird und uns jetzt ein bisschen was über die Geschichte der Kryptologie erzählt. Genau, wenn es Fragen gibt, gerne die Leute vor Ort am Ende des Vortrages stellen. Online können sie jederzeit gestellt werden. Wir sammeln die und stellen sie dann auch am Ende des Vortrages. Bitte die Fragen in Slack am besten stellen und nicht in Zoom. Wer nur Zoom hat, dann eben in Zoom. Gut, dann übergebe ich das Wort an Frau Dr. Dahlke. Dankeschön. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich habe zum Beginn ein Foto von mir mitgebracht, wo ich sehr, sehr glücklich aussehe. Und zwar haben wir an diesem Tag eine umfangreiche Sammlung zur Kryptologie gestiftet bekommen, mit über 60 Chiffriermaschinen und Chiffriergeräten, zum Teil total seltene Sachen dabei, unbekannte Dinge, und zum anderen auch eine Büchersammlung mit Werken aus dem 16. Jahrhundert. Also das war ein Tag, wo jeder Kurator so aussehen würde, und das ist auch ein ganz besonderer Moment in einem Kuratorenleben. Genau. Ah ja, und bevor wir anfangen mit unserer kleinen Zeitreise, möchte ich Ihnen erzählen, warum wir diesen Vortrag heute halten. Also was ist mein Ziel? Mein Ziel ist, wir machen einen Ausflug ins Deutsche Museum, schauen ein paar Sachen aus der Sammlung an, schauen ein paar Meilensteine an. Und zweitens möchte ich dabei auch ein bisschen gute Unterhaltung liefern. Und drittens, das Dritte verrate ich Ihnen am Ende des Vortrags. Genau, und bevor wir beginnen, nochmal zur Wiederholung für wahrscheinlich sehr viele von Ihnen und für manche vielleicht was Neues. Kryptologie hat drei große Prinzipien. Das erste Prinzip ist die Substitution, das heißt, wir ersetzen einen Buchstaben durch einen anderen. Also Klartext Buchstabe A wird zu Geheimtext Buchstabe B. Das ist also eine Ersetzungschiffre, eine Substitution. Man kann aber auch eine Transpositionschiffre machen. Das heißt, die Buchstaben bleiben gleich, also ein A bleibt ein A oder ein B bleibt ein B, wird aber nach einem bestimmten Schema umsortiert. Und wer dieses bestimmte Schema kennt, kann also die Buchstaben im Geheimtext zurücksortieren, sodass man den Klartext erhält. Und die dritte Möglichkeit, die es in der Kryptologie auch gibt, das ist, dass man einen Text, eine geheime Botschaft, eine geheime Nachricht versteckt, sodass man vielleicht gar nicht ahnt, dass eine geheime Nachricht darin steckt. Das kann zum Beispiel eine geheime Nachricht sein, die in einem Text versteckt wird oder in einem Bild oder in Klängen, in Tönen, in Geräuschen, in Schuhsohlen. Das zählt alles unter dem Begriff Steganographie. Das hier ist zum Beispiel eine sehr langweilige Nachricht an unsere Vergabestelle. Es könnte aber auch eine geheime Botschaft sein, aber nur wer die geheime Rasterschablone besitzt, kann sehen, dass das eigentlich eine Verabredung zum Kaffee ist. Also heute ab 3 Kaffee pünktlich. Und jetzt schauen wir uns mal an, was es von diesen Möglichkeiten bereits in der Antike gab im Altertum. Das hier ist ein Beispiel aus der Antike um 500 vor Christus. Das ist eine sogenannte Skytale, ein Rollbrief. Und das gehört zu den Transpositionschiffren. Und zwar funktioniert es so, es wurde benutzt mit einem langen Streifen, der konnte aus Leder, Papyrus sein, und der wurde um ein Rundholz gewickelt, so ungefähr. Dann wurde quer zur Wickelrichtung wurden die Nachrichten draufgeschrieben. Und wenn man dann den Streifen ohne dieses Rundholz verschickt, dann weiß man eigentlich gar nicht, wie dieses Kauderwelsch wieder zurückkommt. Weil man kann nur die
die geheime Regel, wann, also welcher Versatz die Buchstaben voneinander getrennt hat, den legt der Durchmesser des Rundholzes fest. Das heißt, nur wer den richtigen Durchmesser besitzt, kann die Nachricht entziffern. Aber das ist nicht besonders sicher verschlüsselt, kann man sich ja vorstellen. Wahrscheinlich haben auch schon die Athener Rundhölzer allen Durchmessers besessen und konnten das auch entziffern, sobald sie lesen konnten. Also wer lesen konnte, der konnte das auch entschlüsseln. Zeitgenössische Autoren von damals, von 500 vor Christus, haben die Skutale nie als Chiffriergerät bezeichnet. Das ist erst später passiert, und zwar ungefähr um das Jahr Null. Also ab dem Jahr Null hat man davon geredet, dass es ein Verschlüsselungsgerät war, aber vorher noch nicht. Das heißt, ob es sich wirklich um das allererste Chiffriergerät der Menschheit gehandelt hat oder nur um einen ganz besonders wichtigen Brief, den die Ephoren der Spartaner verschickt haben, das ist nicht ganz klar. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Beispiel. Das ist eine sogenannte Aeneas-Scheibe. Die wurde um 360 vor Christus beschrieben von Aeneas Tacticus. Und die älteste Abschrift, die wir da haben, von seinem Buch über die Belagerung von Städten, das ist so das älteste Buch über Kriegsstrategien der Menschheit, das wir heute kennen. Das ist rechts ist die älteste Abschrift, die von diesem Manuskript existiert, aus Florenz, aus dem Codex Laurentianus. Und das ist ein Beispiel für Steganographie. Es sieht nämlich eigentlich gar nicht aus wie ein Chiffriergerät. Es sieht eher aus wie vielleicht eine Gürtelschnalle oder ein Spielzeug. Aber Aeneas Tacticus beschreibt es als Chiffriergerät geheim versteckt. Und zwar, man muss mit dem Empfänger festlegen, welches Loch welchen Buchstaben bedeutet. Und wenn man das weiß, kann man mit der Schnur Wörter fädeln und der Empfänger kann dann rückwärts die Schnur ausfädeln und so rückwärts die geheime Nachricht lesen. Das ist also ein Beispiel für Steganographie. Und jetzt fehlt uns noch ein Beispiel für Substitution. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Also Julius Caesar war bekanntermaßen ein Benutzer dieser Chiffre. Er hat sie nicht erfunden, aber er hat sie nachweislich benutzt. Und zwar, er hat zwei Alphabete untereinander geschrieben und hat das untere Alphabet um drei verschoben, um drei Positionen, sodass man dann oben Klartext, unten Geheimtextalphabet, dass man dann ein A durch ein D ersetzt, ein B durch ein E, ein C durch ein F und so weiter und mit dieser Möglichkeit Texte verschlüsselt. Da die meisten Menschen damals gar nicht lesen konnten und die anderen durch diese Chiffre schon sehr verwirrt worden sind, waren solche Nachrichten sehr lange sehr geheim. Also die Caesar-Verschiebechiffre galt für viele Jahrhunderte als Königin der Verschlüsselung. Und jetzt haben wir eigentlich schon alle großen Prinzipien der Kryptologie kennengelernt. Und da machen wir einen großen Sprung ins Mittelalter. Da ist ein ganz wichtiger Meilenstein passiert, allerdings nicht in Europa, sondern in Persien. Da hat der arabische Philosoph und Universalgelehrte Abu Jakub al-Kindi gelebt. Und zwar hat er um 840 nach Christus ein Buch verfasst. Und das gesamte Wissen über Kryptologie, das damals geherrscht hat, aufgeschrieben. Und ich muss ja traurig gestehen, dass wir das Originalmanuskript nicht besitzen. Es ist in der Süleyman-Bibliothek in Istanbul vorhanden, aber das ist tatsächlich das Originalmanuskript. Und darin beschreibt er die Häufigkeitsanalyse. Mit der Häufigkeitsanalyse können wir Caesar-Chiffren, Substitutionschiffren mit einem einfachen Geheimtextalphabet entziffern. Und das wusste Persien und Arabien seit dem 9. Jahrhundert nach Christus. Und dieses Wissen kam dann auch nach Europa. Ich zeige mal kurz, wie das funktioniert. Also al-Kindi hat in seinem Werk beschrieben, dass man die Buchstaben in einem geheimen Text, den man bekommen hat und nicht lesen kann, zählt und die Häufigkeit jedes vorhandenen Buchstabens auflistet. Und dann vergleicht man die häufigsten Buchstaben mit den häufigsten Buchstaben in einem Klartext, in einer Sprache, die man lesen kann. Das kann zum Beispiel sein, im Deutschen ist der häufigste Buchstabe das E. Also hier auf der X-Achse sieht man die Buchstaben aufgezeichnet, auf der Y-Achse die Häufigkeiten in Prozent. Der häufigste Buchstabe im Deutschen ist ein E und der zweithäufigste Buchstabe ein N. Und die dritthäufigsten Buchstaben, das kommt ein bisschen drauf an, aber es ist oft so R, S, T, A und I.
Und dann, wenn man dann die häufigsten Buchstaben in dem nicht lesbaren Geheimtext mit den häufigsten Buchstaben einer Schriftsprache ersetzt, von der man vermutet, dass die diesem Text zugrunde liegt, dann kann man meistens schon die ersten 2, 3 Wörter entziffern und merkt, man ist auf dem richtigen Weg. Und was Al-Kindi auch schon beschrieben hat, ist, dass man anhand dieses Häufigkeitsgebirges, das sich herausstellt, wenn man einen Klartext mit der Häufigkeitsanalyse untersucht, dass man da schon oft Rückschlüsse ziehen kann auf die Sprache, die dem Text zugrunde liegt. Denn die Häufigkeiten der verschiedenen Schriftsprachen sind ein bisschen unterschiedlich und man kann oft schon an dem Geheimtext erkennen, wenn man reine Statistik anwendet, ob er vielleicht italienisch ist oder eher englisch oder eher deutsch, weil die Sprachen sich in ihren Häufigkeiten unterscheiden. Und bevor wir jetzt weiterspringen, schauen wir uns noch ein spannendes Manuskript an, das um 1400 in Europa aufgetaucht ist. Das um 1400 in Europa verfasst wurde. Aufgetaucht ist es nämlich erst um 1900. Und zwar, das ist das sogenannte Voynich-Manuskript und das ist ein großes Rätsel der Menschheit und ein großes Rätsel der Kryptographie-Geschichte und bis heute nicht gelöst. Und es wurde vor ungefähr 100 Jahren von dem Antiquar Wilfried Voynich entdeckt in einem italienischen Kloster. Und er hat also dieses Manuskript entdeckt und es besteht aus einer ganz komischen, fremdartigen Schrift. Und es hat seltsame Zeichnungen. Es ist viele Seiten dick. Es ist aus einem sehr teuren, für damalige Verhältnisse teuren Pergament. Und es ist sehr aufwendig gearbeitet. Es hat Zeichnungen zur Botanik und zur Pharmazie und Astronomie und Astrologie. Man versteht weder so ganz, was die Zeichnungen bedeuten, noch was die Schrift bedeutet. Und es haben sich schon viele Leute die Zähne daran ausgebissen. Es wird auch fast jedes Jahr veröffentlicht, dass es entschlüsselt worden ist, aber bisher noch nie glaubhaft entziffert. Ich zeige noch ein zweites Bild dazu. Ja, und man weiß nicht, was es bedeutet. Man weiß nicht, wer es geschrieben hat. Ob es noch herausfindbar ist, wird sich die nächsten Jahre zeigen. Die Voynich-Forschung ist ein großer Haufen verschiedener Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen. Und es ist sehr spannend, auf jeden Fall. Man weiß bis heute, dass das Manuskript aus Radiokarbonmethoden wurde es auf die Verfassungsjahre 1410 bis 1438 ungefähr datiert. Aber man kann aus alten Briefen und Archivdokumenten herauslesen, dass man weiß, dass es ab 1630, also wo es ungefähr ab 1630 sich befunden hat. Was davor passiert ist, weiß man leider noch nicht. Genau. Ja, ein ganz großer Einschnitt in der Menschheitsgeschichte. Diesen Mann kennen Sie alle, das ist Johannes Gutenberg. Und er steht für die Erfindung des Buchdrucks. Und der Buchdruck war auch für die Kryptologiegeschichte ein ganz wichtiger Schritt, denn er hat dazu geführt, dass die Menschen alphabetisiert wurden, dass Schrift vervielfältigbar war, dass Wissen speicherbar war und dass man auch sich dadurch viel mehr bilden konnte. Und das hat natürlich auch in der Kryptologie eine ganze Kaskade an Meilensteinen und Wendepunkten ausgelöst. Also ab jetzt geht es Schlag auf Schlag. Zwar in Rom, ganz wichtig. Die Kryptologie hat so gerade in dieser Neuzeit ihre Wiege in Rom und zwar nicht in Rom, eigentlich sondern im Vatikan, denn der Papst hatte immer ganz viele diplomatische Beziehungen an die halbe Welt und hatte für die meisten Beziehungen unterschiedliche Chiffren und deswegen hat er auch immer Chiffrensekretäre gebraucht, die nur dazu da waren, die Kryptologie fortzutreiben. Und man brauchte natürlich verschiedene Chiffren, damit diese ganzen diplomatischen Verhältnisse sich nicht gegenseitig irgendwie, dass er nicht quer gelesen werden kann. Und den Mann, den Sie hier sehen, das ist Lorenzo Alberti, der war kein Chiffrensekretär, sondern der war ein guter Freund eines Chiffrensekretärs. Und er hat von diesem Sekretär erfahren, dass es wieder Schwierigkeiten gibt. Es gibt den Buchdruck plötzlich und man muss irgendwie neue Wege finden, denn die Häufigkeitsanalyse macht Schwierigkeiten. Man muss noch besser werden, noch sicherer verschlüsseln. Und da hat er sich hingesetzt und hat ein Buch geschrieben namens Die Componentis Chiffris. Und darin hat er diese Scheibe abgedruckt. Und die Scheibe, hat er gesagt, kann man benutzen, um einen Buchstaben mit einem anderen zu ersetzen, also Substitution. Aber jetzt benutzt er nicht mehr nur ein Geheimtextalphabet, sondern ganz viele. Man kann die Scheibe immer verdrehen, innen Geheimtext, außen Klartext, sodass ein A mal ein B wird, ein C oder ein D oder ein E. Und das war erstmal so der Anstoß,
dass man viel mehr Geheimtextalphabete benutzen könnte. Und daraufhin hat auch kurz darauf Johannes Trithemius die ersten gedruckten Werke zur Kryptographie veröffentlicht. 1518 wurden diese Bücher das allererste Mal gedruckt und darin hat er das Alphabetquadrat abgebildet. Und da sieht man jetzt also, dass sie sich damals überlegt haben, gut, jetzt wissen wir also, wir müssen nicht nur ein Geheimtextalphabet nehmen, sondern ganz viele. Jetzt braucht man nur noch irgendwie eine Regel, um zwischen diesen Alphabeten zu springen. Und das dürfen natürlich nur der Sender und Empfänger diese geheime Regel kennen. Und dazu kam wieder kurz darauf eine Veröffentlichung. Entschuldigung. Eine Veröffentlichung zu dieser Idee, nämlich der erste Schlüssel. Also ab hier taucht der Schlüssel oder das Schlüsselwort zum ersten Mal in der Kryptographiegeschichte auf, geschrieben von Giovanni Battista Bellasso, einem italienischen Kryptologen, der auch in Rom gearbeitet hat. Und er hat eben gesagt, nimmt man einen geheimen Schlüssel, also ein geheimes Schlüsselwort, das nur der Sender und der Empfänger kennen, dann legt dieses Schlüsselwort fest, nach welchem Schema man in diesem Alphabetquadrat zwischen den verschiedenen Geheimtextalphabeten hin und her springt. Und daraufhin haben sich sehr viele, sehr gute und sehr sichere Chiffren gebildet, die zum Teil über Jahrhunderte hinweg als unknackbar gegolten haben. Also, man kann sich das so vorstellen. Auf der X-Achse sehen wir wieder Buchstaben oder Symbole, die eben in diesem Geheimtext vorkommen. Und auf der Y-Achse wieder die Häufigkeiten. Und dann sehen wir hier eine grüne Linie. Die grüne Linie ist also Gleichverteilung. Wenn alle Buchstaben, alle Symbole gleich vorkämen, dann wäre diese Chiffre also für ewig und immer niemals brechbar, weil man überhaupt keine Rückschlüsse mehr ziehen kann. Und die blaue Linie, die man sieht, das ist die Cäsar-Verschiebechiffre. Da sieht man natürlich sehr gut, aha, der häufigste Buchstabe, dann der zweite und dritte. Und da kann man dann schon sehr gut eingrenzen, dass diese Häufigkeitsanalyse bei solchen Chiffren sehr gut funktioniert. Aber die Chiffren, die sich eben nach dieser Erfindung von Alberti und den Ideen von Trithemius und Bellasso gebildet haben, die waren eben so wie diese gelbe Linie, die haben diese Häufigkeiten geglättet, sodass die Analyse nicht mehr einfach so gegriffen hat. Und dadurch konnten die ganzen Kryptologen, Kryptoanalytiker, die auch überall saßen und natürlich eifrig mitlesen wollten, nicht mehr eingreifen. Es gab verschiedene spannende Ideen, die da entstanden sind. Zum Beispiel hier habe ich eine Chiffre aus dem Vatikan mitgebracht. Die stammt von 1555 von einem Chiffrensekretär. Und man sieht in der obersten Zeile das Alphabet, also von A bis Q, dann geht es hier weiter ab R, STU. Und man sieht, dass jedem Buchstaben nicht nur ein Geheimtextbuchstabe zugeordnet wurde, sondern mehrere, um diese Häufigkeitsanalyse auf eine andere Art auszugleichen, nämlich indem man eben jeden Buchstaben mehrfach belegt mit einem Symbol, das aber dann nur diesem Buchstaben zugeordnet ist. Und das nennt man Homophone. Also es wurden Homophone angewandt. Und dann sehen Sie hier unten ein paar Wörter wie Paiano, Duca di Firenze, Il Papa und so. Und diese Wörter werden wieder durch ein weiteres Symbol ersetzt. Da wird also noch ein Nomenklator, also ein Code verwendet, dass ein Symbol einen ganzen Satz oder ein Wort oder einen Titel verkörpert. Und ganz unten sehen Sie noch eine Zeile. Das heißt Null, das sind Nullzeichen. Nullzeichen wurden einfach auch noch mit in die Texte eingefügt und haben dadurch diese Häufigkeitsanalyse, die ganze Statistik, die man machen konnte, noch mehr durcheinander gebracht. Und klar, man könnte jetzt sagen, gut für damals, nicht schlecht, die päpstlichen Chiffrensekretäre. Ja, aber heute habe ich ja meinen Computer und dann mache ich da so ein paar Angriffe und lasse das rechnen. Dann habe ich in 5 Minuten spätestens die Lösung rausgebracht, dann sage ich Ihnen, nein, das funktioniert tatsächlich nicht so leicht, denn diese Chiffren waren sehr gut. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Es gab Ende der 60er Jahre in Kalifornien einen Massenmörder, der mehrere grausame Taten vollbracht hat und an den Tatorten seltsame Chiffrate hinterlassen hat. Er hat die immer mit einem Tierkreiszeichen unterzeichnet und deswegen nennt man diesen Massenmörder den Zodiac Killer. Man hat ihn bis heute nicht gefasst. Man hat manche der Chiffrate entziffern können und manche noch nicht. Und letztes Weihnachten
wurde einem die sogenannte 340-Ziffer entschlüsselt nach aufwendigsten kryptoanalytischen Rechenleistungen dreier Leute. Und zwar, hier sehen Sie den Schlüssel, der herausgefunden wurde. Hier das Grüne ist immer der Klartextbuchstabe und die schwarzen Symbole dahinter sind die Homophone, die verwendet wurden. Wie in der Chiffre, die ich vorhin gezeigt habe aus dem Vatikan. Also es waren Homophone und zusätzlich überverschlüsselt mit einer Transpositionschiffre. Und zwar sieht man das hier ganz gut an diesem Bild. Das ist nach Farben geordnet, wie man sich die Transposition, also die Umordnung, die Umsortierung der zusammengehörenden Wörter vorstellen muss, der zusammengehörenden Buchstaben, von Gelb nach Grün, nach Blau, nach Lila. Also hier, das ist der erste Buchstabe, und dann gehört da der zweite dazu. Also immer zwei vor, eins zur Seite, zwei vor, eins zur Seite, wie so ein Schachspringer. Und da in der Mitte wurde ein Fehler gemacht, ob das jetzt Absicht war, um die Entzifferung noch schwieriger zu machen oder ob das halt aus Versehen passiert ist, das können wir heute nicht sagen. Sicher ist, dass hier oben, ganz oben in der rechten Ecke, sieht man diese sechs dunkellilanen Buchstaben. Das sind Nullstellen, die noch extra eingefügt worden sind. Das heißt, wir haben hier also homophone Chiffren, Nullzeichen und eine Transposition. 51 Jahre hat es gedauert, um das zu entschlüsseln mit unseren heutigen Methoden. Ja, jetzt springen wir wieder ein großes Stück weiter. 1790 tauchte die erste Chiffrierwalze in der Geschichte der Kryptologie auf. Und zwar von einem Mann, den man eigentlich nicht mit der Kryptologie in Verbindung bringt. Das ist Thomas Jefferson, Präsident der Vereinigten Staaten. Und er hat die Idee gehabt, die Alphabete auf Walzen, also auf Scheiben zu schreiben außen und jedes Alphabet auf eine andere Art und Weise zu verwürfeln. Und wenn man diese verwürfelten Scheiben dann auf einen Stab steckt, zusammenschiebt und diese verschiedenen Scheiben unterschiedlich markiert, also nummeriert am besten, und damit eine Nachricht schreibt und dann das Chiffrat verschickt, dann kann man das eigentlich nur entziffern, wenn man die Reihenfolge der Scheiben kennt. Also die Reihenfolge dieser permutierten Scheiben ist das die Information, die der Empfänger braucht. Und wenn man diese Reihenfolge wusste, konnte man das lösen. Und das Gerät rechts, was Sie sehen, ist nicht aus dem Jahr 1790 von Thomas Jefferson, sondern aus dem Zweiten Weltkrieg. Die US Army fand die Idee auch im Zweiten Weltkrieg noch sehr gut und hat das verwendet für strategische Nachrichten, die für 3-4 Stunden sicher sein mussten, hat das gut funktioniert. Und dann gab es wieder einen großen, ganz entscheidenden Meilenstein in der Geschichte der Menschheit und auch in der Kryptologie, denn das Zeitalter der Telegrafie ist angebrochen. Das bedeutet eine Vernetzung der Welt, die Möglichkeit, in die ganze Welt Nachrichten zu verschicken, und zwar nicht mit der Post, das dauerte nicht mehr Tage, Wochen oder Monate, sondern es war instantan möglich. Und das hat die Kryptologie in wieder ganz neue Problemzonen gebracht. Man musste nochmal ganz neu darüber nachdenken, wie man verschlüsselt. Und alles wurde sehr stark technologisiert. Und bevor wir weiter in die Maschinenära kommen, noch ganz kurz zu August Kerckhoffs Prinzip. Kerckhoffs hat in dieser Zeit ein ganz wichtiges Prinzip formuliert. Er war Kryptologe aus den Niederlanden und er hat formuliert, dass ein Verfahren sicher ist, wenn man nicht das Verfahren sicher halten muss, also geheim halten muss, sondern nur den Schlüssel. Dann ist das Verfahren sicher. Also nur der Schlüssel ist das, was wir sicher halten müssen. Und dieses Prinzip gilt heute immer noch. Gleichzeitig wurde die erste Chiffriermaschine gebaut, und zwar in Dänemark. Das ist Alexis Köhl, ein Ingenieur. Und er hat sich an den ersten existierenden Schreibmaschinen orientiert. Die ersten Schreibmaschinen sahen auch so aus, das waren Kugelschreibmaschinen. Und er hat parallel dazu kurz danach so eine eine Chiffriermaschine gebaut, die verschlüsselt schreibt. Und natürlich muss ich hier auch ganz traurig und neiderfüllt sagen, dass diese erste Chiffriermaschine nicht im Deutschen Museum steht, sondern im Musée des Arts et Métiers. Aber ich schaffe das noch, dass ich das. Aber wir haben vor einigen Jahren einen Depotfund gemacht. Ein Depotfund ist sowas wie Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig. Also das muss man sich so vorstellen, dass wir haben über
über 100.000 Exponate im Deutschen Museum. Die wenigsten davon stellen wir aus. Die meisten sind in Depots. Und viele von uns Kuratoren haben nicht nur ein Fachgebiet, sondern 2, 3 oder 4. Und das heißt, jeder von uns betreut viele tausend Objekte. Und deswegen ist es oft so, dass man wirklich nicht alle Objekte in der Datenbank, die es gibt, kennt. Und besuchen können wir sie auch nicht, weil viele Depots sind nicht so leicht zugänglich. Und die Sachen sind auch natürlich staubfrei eingepackt. Und es ist nicht so, dass man ins Depot geht und dann steht alles so schön vor einem, sondern es ist ein bisschen schwieriger und alles sehr sicher und sehr gut verpackt. Also dieses wurde gefunden bei einer Depotberäumung. Und es handelte sich tatsächlich um ein Chiffriergerät von Alexis Köhl aus dem Jahr 1890. Und es konnte eigentlich keiner so recht sagen, was das eigentlich genau ist und woher das kommt und wann er das geschickt hat. Aber ich bin dann ins Archiv gegangen des Deutschen Museums und habe geschaut, ob wir dazu irgendwelche Unterlagen besitzen, also Briefe, wann diese Maschine zu uns kam und was sie bedeutet. Und das habe ich tatsächlich Briefe gefunden. Und zwar hat der Alexis Köhl die Maschine kurz nach dem Ersten Weltkrieg dem Deutschen Museum angeboten. Und ich lese mal einen Satz aus seiner Anfrage vor, weil ich die sehr schön finde. Und daran sieht man auch, wie wichtig es ihm war, dass das Deutsche Museum diese Maschine aufnimmt. Und zwar schreibt er, ob es der löblichen Direktion genehm sein würde, einen von mir konstruierten Geheimschriftapparat, Kryptograph genannt, als Geschenk anzunehmen. Ja, und zum Glück war es der löblichen Direktion genehm. Der Apparat kam ans Deutsche Museum und Alexis Köhl hat mit dem Apparat noch einen Brief mitgeschickt. Da stand drin, dass er kurz nach dem Absenden hinterherreisen will, sobald diese Kriegswirren vorbei sind und er es eben schafft, nach München zu reisen, aus Kopenhagen. Und dann würde er gerne über diese Maschine reden und auch erklären, wieso er die gebaut hat und was das für ein Prototyp sei. Und leider ist er tatsächlich wenige Monate später verstorben und ist nie an München angekommen. Aber wir werden diese Maschine in Ehren halten und sie wird einen wunderschönen Platz in unserer neuen Kryptologie-Ausstellung bekommen. Und jetzt springen wir in den Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg wurden Chiffriermaschinen verwendet, Rotor-Chiffriermaschinen. Im Ersten Weltkrieg waren zwar schon Chiffriermaschinen existent, aber es war noch nicht so gut, haben noch nicht so sicher verschlüsselt. Man hat noch auf traditionelle Methoden wie Handchiffrierverfahren, zum Beispiel Codebücher, gesetzt. Im Zweiten Weltkrieg dagegen sah die Sache ganz anders aus. Und natürlich kennen alle von Ihnen die Enigma und wir haben auch andere Chiffriermaschinen, zeige ich auch gleich noch. Aber ich möchte Ihnen ein Gerät zeigen, das relativ unbekannt ist und das auch im Zweiten Weltkrieg verwendet wurde und gebaut wurde. Und das ist das sogenannte Schlüsselgerät 41. Es ist sehr schwierig, diese Schlüsselgeräte zu finden. Und wenn man sie findet, dann sind sie in der Regel kaputt, zerstört, versenkt worden, vergraben worden. Sie sehen meistens sehr kaputt aus und sind nicht mehr funktionsfähig. Und es gab auch sehr wenige davon, denn dieses Gerät wurde zum Ende des Kriegs erst hin in die Produktion gegeben, wurde in ganz geringer Stückzahl produziert und existiert wahrscheinlich auf der Welt 20-fach. Und es wurde 2017 aus dem Waldboden in südlich von München ausgegraben und gegen einen kleinen Unkostenbeitrag dem Museum vermacht. Und ist eben was ganz Besonderes, weil es gab eigentlich zu diesem Gerät keine Literatur, es gab eigentlich auch keine Informationen, es gab ganz wenig Arbeiten, die sich schon mal damit befasst haben. Und das Schwierige ist auch, die Dinge, die in Deutschland im Zweiten Weltkrieg erforscht wurden, also so neue Geräte, das war nicht das einzige Gerät, was noch neu während des Kriegs gebaut worden ist, konstruiert worden ist. Und auch der ganze Hintergrund dazu, was die deutschen Kryptologen zum Beispiel wussten. Wussten sie von den Entzifferungen, wussten sie, wie sicher oder wie wenig sicher ihre Maschinen waren. All diese ganzen Informationen, was wirklich in Deutschland passiert ist, ist ganz schwer herauszufinden, denn es gibt kaum Literatur. Die Menschen, die dort damals gearbeitet haben, sind natürlich alle nicht mehr im Leben und die Nachkommen haben darüber meistens auch keine Informationen. Zum Beispiel hat die Familie des Herstellers dieses Geräts erst gemerkt, dass es ja um ihren Vater oder Großvater geht, als dieses Gerät im Deutschen Museum so einen Presserummel ausgelöst hat. Also erst da hat die Familie gemerkt, oh, die reden, glaube ich, von unserem Vater oder Großvater.
Also deswegen sind wir gerade noch immer am Erforschen. Zum Glück gibt es sehr viele Unterlagen, die inzwischen freigegeben wurden. Die waren lange unter Verschluss. Das sind die sogenannten TICOM-Dokumente. Das sind Dokumente, die wurden mit kriegsgefangenen Kryptoanalytikern aus Deutschland geführt. Also die Alliierten haben mit den deutschen Kriegsgefangenen Protokolle geschrieben, haben alles ausgefragt, haben das protokolliert. Es wurde in der NSA gespeichert oder in England und wurde freigegeben. Und das sind Protokolle, die man jetzt nach und nach endlich zu sehen bekommt. Das ist sehr viel Archivarbeit und wir haben sehr viele spannende Dinge schon rausgefunden und werden auch hoffentlich bald dazu viele Veröffentlichungen schreiben können. Ja, und eins noch dazu, dieses Objekt ist nicht nur historisch interessant, sondern auch für unsere Restaurierungsabteilung interessant, denn die Tastatur besteht aus Zellulosenitrat. Zellulosenitrat ist ein Plastikersatz der 1920er bis 40er Jahre und hat die unangenehme Eigenschaft, dass es nitrose Gase emittiert, während es zerfällt. Und den Zerfall kann man schwer einhalten. Man kann es kühl und trocken und ohne Sonneneinstrahlung lagern. Aber die Gase müssen abgeführt werden. Es muss mit so einem Absorbermaterial ausgestellt werden. Und wenn sie zerfallen, dann können wir den Zerfall nicht mehr einhalten. Also wir werden alles geben, damit dieses Objekt auch in 100 Jahren noch wunderschön aussieht. Aber es ist nicht so leicht. Ja, also die Chiffriermaschinensammlung des Zweiten Weltkriegs ist in unserem Museum sehr gut bestückt. Wir haben Enigmas und wir haben Maschinen von Boris Hagelin und wir haben auch einen Siemens-Geheimschreiber und einen Lorenz-Schlüsselzusatz. Alles ganz berühmte Maschinen und man könnte über jede davon eigene Vorträge halten. Was wir nicht haben, ist der sogenannte T43 von Siemens und Halske. Und ehrlich gesagt, hat den gar kein Museum. Also wenn Sie sowas im Keller haben, dann rufen Sie mich an, ich komme vorbei. Aber das Interessante an dieser Maschine ist, es gibt sie nur aus so Zeitungsabbildungen. Angeblich weiß auch die NSA und die Cypher-School in London nichts von dieser Maschine. Aber ja, vielleicht taucht das ja doch noch in den Kellern dort auf. Aber Fakt ist, wir Museen untereinander wissen leider nicht, ob es so ist. Und wir würden diese Maschine gerne in echt kennenlernen. Das ist nämlich sehr spannend. Wie funktioniert? Eine der ersten Maschinen überhaupt, oder vielleicht auch die erste, die mit Lochstreifen verschlüsselt hat. Das sieht man da unten, da hängt dieser weiße Streifen raus. Und zwar ist das eine sogenannte Mixermaschine. Also die hat Fernschreibecode verschlüsselt. Also die war an die Telegrafenleitung angeschlossen. Fernschreiben funktioniert so, ein Buchstabe wird in einen fünfstelligen Code umgewandelt, der aus Nullen und Einsen besteht. Und so ein Lochstreifen enthält dann einen Schlüssel, der auch aus Nullen und Einsen besteht. Und so wird jeder einzelne Buchstabe mit einer Zeile dieses Lochstreifens gemischt, und zwar mit der logischen Funktion XOR, also binär addiert. Und dann erhalten wir ein sehr gutes Chiffrat. Das hängt immer von der Qualität des Schlüssels ab. Wenn dieser Schlüssel zufällig wäre, wäre es unknackbar. Er wurde für diese Maschine nicht zufällig, sondern pseudo-zufällig erstellt, aber wohl schon so gut, dass Bletchley Park die Maschine nicht entschlüsseln konnte. Claude Shannon hat bewiesen 1949, dass ein Chiffrat, das eben mit einem Zufallsstreifen, der wirklich echte Zufallszahlen enthält, 100% beweisbar mathematisch sicher verschlüsselt ist. Das heißt, ab da war eigentlich klar, was man tun muss, um sicher zu verschlüsseln. Das Problem ist nur, der Schlüssel muss von A nach B kommen. Also der Sender und Empfänger brauchen diesen gleichen Schlüssel. Und der darf nur ein einziges Mal verwendet werden. Und er muss exakt die Länge haben wie die zu chiffrierende Nachricht. Und das Problem ist eben, die Schlüsselverteilung zu gewährleisten, dass die sicher funktioniert. Weil da muss ja wieder irgendwie eine diplomatische Beziehung oder ein Transport stattfinden, der leider eben angreifbar ist. Ja, noch ein Beispiel eben für die Herstellung von von echten Zufallszahlen. Für die Kryptologie kann man zum Beispiel auch Chaos verwenden, also Bingo-Trommeln komme ich später noch dazu. Hier ist nochmal ein Beispiel für solche Maschinen, die dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Das ist auch eine sogenannte Mischer, eine Mixer-Unit, diesmal hier von Boris Hagelin. Und die funktioniert auch mit diesen Lochstreifen. Und wenn man jetzt eben einen
echten Zufallsstreifen verwenden würde, dann wäre diese Maschine auch in der Lage, ein perfekt unknackbares Chiffrat zu erzeugen. Ein weiteres Anwendungsbeispiel für diese Methode der Verschlüsselung ist das rote Telefon 1963. Ich weiß nicht, wie Sie sich das rote Telefon vorgestellt haben, aber es ist so gewesen, dass Kennedy saß nicht an seinem Schreibtisch und hat dieses wunderschöne rote Telefon benutzt, sondern in Wirklichkeit gab es im Keller vom Pentagon einen nicht so ästhetischen Raum voller Fernschreiber und Chiffriergeräte. Und darin befanden sich Chiffriergeräte, die mit Lochstreifen und diesen Zufallszahlen, Schlüsseln, also One-Time-Pads nennt man die, funktionierten. Und im Kreml in Moskau stand eben auch diese Maschine und stand ein Fernschreiber im Keller. Und es war eine Telegrafenleitung zwischen Washington und Moskau. Ja, und dann haben wir noch einen ganz wichtigen Einschnitt wieder, das Computerzeitalter. Das hat die Menschheit revolutioniert und es hat auch die Kryptologie komplett nochmal auf ganz neue Beine gestellt. Denn plötzlich wurde Kryptologie für die Öffentlichkeit ein wichtiges Mittel, das man benutzen musste, um Daten zu sichern, um Kommunikation zu sichern. Es gab plötzlich nicht mehr nur den Bedarf des Militärs, einzelner Firmen und Banken, die Notwendigkeit, sicher zu sein, sondern es hat uns alle plötzlich betroffen. Und deswegen entstanden dort natürlich viele Algorithmen, mit denen wir heute noch zu tun haben. Und die Meilensteine wurden gelegt von Personen wie zum Beispiel Horst Feistel, der zuerst die Blockchiffren beschrieben hat. Und hier ein Beispiel, das Sie bestimmt schon mal gesehen und gehört haben, die AES-Verschlüsselung, die uns seit 20 Jahren begleitet. Und was ich daran eben ganz schön finde, wir haben so eine Übersicht für unsere neue Ausstellung gebaut, wo man einen Block, wo man also einen ganzen Block in seinem Weg durch eine komplette AES-Verschlüsselung begleitet. Und man sieht da ganz schön, dass da Substitution und Transposition ineinander greifen. Also auch die Prinzipien der Antike immer noch in unseren Algorithmen vertreten sind. Und dann gab es noch einen ganz wichtigen Einschnitt um dieses Jahr 1976 herum. Denn wir haben bisher immer nur über symmetrische Verschlüsselungen gesprochen. Also wir stecken einen Schlüssel in ein Verschlüsselungsverfahren hinein und mit diesem gleichen Schlüssel können wir auch wieder entschlüsseln. Das ist ein symmetrisches Verfahren. Asymmetrische Verfahren hingegen funktionieren so, dass zwei verschiedene Schlüssel erzeugt werden. Ein Schlüssel wird öffentlich gemacht und den verteile ich an alle, die an mich schicken sollen. Also jeder benutzt meinen öffentlichen Schlüssel und den kann jeder sehen, um an mich etwas zu schicken. Und ich bin der persönliche Inhaber meines privaten Schlüssels und nur ich kann dann meine Post entziffern, entschlüsseln. Und so stellt man sich das eben auch für Museumsbesucher vor, dass man eben öffentlich wie ein Briefkasten können alle an mich was schicken und das kann ruhig jeder machen. Und ich bin der Einzige, der den privaten Schlüssel besitzt. Und weil ja jeder an mich schickt, muss ich auch meinen geheimen privaten Schlüssel nicht aus der Hand geben und deswegen fällt das Problem der Schlüsselverteilung weg. Aber ich weiß, die sind alle Techniker und Informatiker und Physiker und Mathematiker und kennen sich sowieso damit sehr gut aus. Deswegen zeige ich lieber Sachen, die Sie vielleicht nicht kennen. Wie sehen denn die Chiffriergeräte aus in dieser Zeit? Also die 1970er Jahre sind noch ganz okay, denn man kann den Geräten meistens ansehen, wofür sie da waren. Manche sehen aus wie Taschenrechner, also man tippt was ein, dann wird wohl im Inneren ein Schlüssel verwendet und dann kommt ein Chiffrat heraus. Man sieht, Sprachverschlüsselung wurde wichtig, geheime Telefone. Hier haben wir einen Spionagekoffer, der wurde dann das Chiffrat über das Telefon versendet und dann in diesem Koffer entziffert. Und hier auch ein großes Exponat, das Sprachverschlüsselung betrieben hat. Aber ganz schlimm wird es ab den 1980er Jahren. Da sehen Sie, dass es sind nur noch Schachteln, Blackboxes, bei denen wir nicht mehr so genau wissen, was sie eigentlich getan haben. Bei manchen erkennt man noch, dass es so eine Schlüsselkarte irgendwo gibt. Und da wird es sehr schwierig zu verstehen, was die Geräte wirklich gemacht haben. Wir haben
Wir haben kryptografische, wir haben Modems, Faxe, die verschlüsselt haben. Und wir haben auch hier dieses besonders schöne Exemplar in der Blackbox. Das ist ein Zufallszahlengenerator. Und der hat die Zufallszahlen mit thermischem Rauschen erstellt. Und wir können nicht genau wissen, was er im Inneren macht, aber wir haben ein Forschungsprojekt angeleiert. Denn das Museum hat auch ein eigenes Forschungsinstitut, wo wir über Drittmittel Gelder beantragen, um Forschungsprojekte zu machen. Und das Forschungsprojekt heißt 3D Cipher. Und wir werden unsere gesamte Chiffriermaschinensammlung einschließlich dieser wunderschönen Blackboxes mit 3D scannen lassen. Mit Computertomographie scannen lassen und so Einblicke erhalten in das Innere dieser Maschinen, in dieser Geräte, denn wir können sie auch nicht aufschrauben, die sind verschweißt und oftmals auch mit einer Füllmasse ausgekleidet. Denn die Hersteller dieser Maschinen hatten Angst, dass sie kopiert werden. Also es ist ein Kopierschutz drin. Und um herauszufinden, wie diese Maschine das thermische Rauschen herstellt, also ob das jetzt Röhren sind, Dioden, Verstärker, das wissen wir bald, ohne die Maschine zu zerstören. Ja, und ja, was wird die Zukunft der Kryptologie bringen? Also der nächste Punkt wird die Quantenphysik sein, wird der Quantencomputer sein, der nächste Wendepunkt. Ich bin kein Forscher der Postquantenkryptographie. Und wenn Sie also was Neues haben dazu, wenn Sie sagen, wir müssen unbedingt noch ein Exponat aufnehmen oder wenn Sie noch irgendeine Idee haben, was die Zukunft bringt oder wenn Sie da neue Schritte gehen und sehen, das könnte sich gut machen in einer Kryptologieausstellung, dann ist für sowas immer noch Platz im Deutschen Museum. Und jetzt kann ich Ihnen ja auch mein drittes Ziel verraten. Also vielleicht haben Sie Lust bekommen, mal wieder ins Deutsche Museum zu kommen. Und wenn Sie bis nächstes Jahr warten, dann können Sie auch unsere neue Ausstellung zur Kryptographie anschauen. Vielen Dank. Sehr vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag, Frau Dr. Dahlke. Erstmal, ich habe ein paar Fragen online auf jeden Fall schon, aber ich würde auch mit einer im Raum anfangen, wenn jemand schon eine Frage hat. Ich sehe gerade nichts, dann fange ich mit den Fragen aus dem Online an. Und zwar fragt Lukas Treffenstedt, ob die Schwierigkeit im Fall der Chiffren des Zodiac-Killers nicht vor allem daran auch lag, dass sie so kurz waren. Das heißt also, wenn der einen ganzen Roman mit dem Chiffre geschrieben hätte. Ja, klar. Das habe ich jetzt nicht erwähnt. Das ist komplett richtig. Ja, das heißt also, so eine Mischung aus war schon kompliziert, aber. Ja, ist richtig, genau. Ja. War auch das sehr kurz. Ich vergessen zu sagen, stimmt. Okay, dann gab es eine Frage, sehr am Anfang, nämlich von Urs Schönenberger. Weiß man mehr über frühe Kryptographie in Sprachen mit vielen Symbolen, zum Beispiel Chinesisch? Substitutionschiffren sind da ja komplizierter und Transpositionen weniger effektiv, weil einzelne Symbole mehr aussagen. Ja, ich weiß von den Transpositionschiffren, da gibt es zum Beispiel solche Transpositionsscheiben, die man im Kreis dreht, dass man die auch mit Silbensprachen verwendet hat. Das ist ein Beispiel dafür. Also Transposition weiß ich, dass die auch mit chinesischen Schriftzeichen passiert ist. Und Substitution habe ich auch eigentlich kaum gefunden in der Literatur. Vielleicht eine Zusatzfrage von mir. Gibt es da auch Beispiele im Deutschen Museum eben zum Beispiel Verschlüsselung in so anderen Sprachräumen mit anderen Schriftarten, jetzt die stark von der chinesischen abweichen? Wir haben uns schon eher auf Europa beschränkt und auf Mitteleuropa, weil wir dazu einfach auch die Exponate besitzen. Aber ich finde das natürlich auch spannend. Also wenn wir da irgendwas bekommen, da freue ich mich total. Oder wenn wir da irgendwie... Wenn wir in diese Richtung, könnten wir gerne auch was zeigen. Okay, dann direkt von Urs Schönenberger nochmal eine Frage. Und zwar ist bekannt, bei welcher Gelegenheit, auf welchem Weg der Austausch der One-Time-Pads für das rote Telefon stattgefunden hat? Ich habe gehört, dass es tatsächlich über Kurierdienste war, die von beiden Seiten natürlich eben bewacht werden mussten. Okay, das ist, was ich weiß, ja. Aber auch gerade diese Geschichten aus dem Kalten Krieg, es dauert noch, glaube ich, bis wir alle Unterlagen dazu einfach so einsehen können.
Genau, und dann noch eine Frage von Christoph Giebde, und zwar rechnen Sie mit Durchbrüchen in der, ich habe jetzt vergessen, wie man es ausspricht, Wojnich-Forschung, das war dieses italienische Buch, in den kommenden Jahren. Also, das ist interessant. Ich glaube, wir sollten uns offen halten, ob das Wojnich-Manuskript einen sinnvollen Inhalt hat, den wir jemals finden oder nicht. Ich glaube, es wird ein paar Durchbrüche noch geben. Vielleicht wird man rausfinden, warum es geschrieben worden ist, und dann in diese Richtung weitergehen. Ich würde es mir offen halten. Wenn es entziffert wird, müssen wir Wandtexte ändern. Aber das würden wir dann auch machen. Aber ich weiß von einem Wojnich-Forscher, der wirklich versucht, alles, was es an Literatur dazu auch gibt und alles zusammenzutragen, dass er auch immer noch sagt, also wichtig ist jetzt vor allen Dingen herauszufinden, warum es geschrieben worden ist und wie es geschrieben worden ist. Nochmal die Frage in den Raum. Inzwischen Fragen? Ich sehe immer noch, doch eine, ich komme kurz. Zu dem Zodiac-Killer, was hat er denn geschrieben von dem, was man entziffert hat? Ja, also er hat geschrieben so was Ähnliches wie, ich habe keine Angst vor dem Tod, denn ich habe genug Menschen umgebracht und kann deswegen entspannt im Paradies leben, denn die werden meine Sklaven sein. Das ist so ungefähr. Also es ist ganz widerlich und man will es eigentlich gar nicht zeigen. Okay, dann nochmal eine Frage von online. Kann man alternativen schriftlichen Systemen, Alphabeten, als eine Art Verschlüsselung ansehen, zum Beispiel Morsecode oder Brailleschrift? Wenn nicht, was ist genau der Unterschied dazwischen? Also ein Code ist ja ursprünglich nicht unbedingt mit der Kryptologie versehen, sondern also in Beziehung zu setzen, sondern einfach nur eine Vorschrift, wie man von einem System in ein anderes umwandelt. Und wenn man die Art, wie man umwandelt, nicht geheim hält, dann ist es nicht Kryptologie. Und wenn man diesen Code geheim hält, dann ist es Kryptologie. Und Morse ist einfach bekannt, deswegen ist es nicht verschlüsselt. Das würde ich so. Aber wir haben auch Morse und Bordeaux-Code in unserer Ausstellung, denn wir reden auch über Codes. Okay, ich glaube, online sehe ich jetzt gerade keine Fragen mehr. Gibt es noch mal eine Frage im Raum? Arbeit hinten? Oder, hier, Marc, okay. Wird die Kryptologie-Ausstellung nicht ab den 1990er Jahren dann irgendwann mal wirklich langweilig? Weil ich meine, jedes Handy kann jetzt Kryptografie und Ähnliches. Das sind nur noch kleine Chips und letztendlich Codebausteine. Wie kann ich mir so eine Kryptografie-Vorstellung ab den 1990er Jahren, wo die Miniaturisierung stark eingesetzt hat, vorstellen? Also wir haben ab den 1990er Jahren, gut, wir haben diese Blackboxes und wir haben zum Beispiel einen Zufallsgenerator der Firma ID-Quantik. Das ist natürlich jetzt auch nicht das wunderschönste Exponat, aber es zeigt eben auch, dass man da eben so Zufallsgeneratoren auf Platinen eben gebaut hat. Oder wir haben einen Mini-Chip der Firma Infineon, ein sicherer Algorithmus ist, der auch der für die Postquantenkryptographie funktionieren würde. Und wir haben auch kleine so Spionagesachen. Zum Beispiel haben wir eine Kinderspielpuppe, die in Deutschland inzwischen verboten ist, weil sie eine verborgene Sendeanlage enthält. Also auf der Packung steht, fantastisch, was sie alles weiß. Also eine ganz wunderschöne Puppe. Und die sitzt dann im Kinderzimmer und fragt die Kinder, was sie schön finden oder welche Farbe sie gern mögen oder was sie gerne essen. Und wenn die Eltern eine bestimmte App runterladen, dann sendet die Puppe das wohl irgendwo hin, diese Antworten, und sammelt das an einer unbekannten Stelle. Und deswegen wurde diese Puppe in Deutschland verboten. Und wir durften sie auch nur einwerben, wenn wir garantieren, dass wir den Sender aus der Puppe ausbauen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dazu also Werkstätten, wir sind in die Restaurierungswerkstatt und haben vor versammelter Mannschaft der Puppe den Kopf abgenommen und dann den Körper geöffnet und das Bauteil entnommen, und das steht jetzt dann in der Vitrine neben der Puppe. Sowas zum Beispiel. Und wir haben auch für die Quantenkryptographie, wir haben eine Sender- und Empfängeranlage, die quantenkryptografisch funktioniert, von einem Professor aus München. Genau, Alice und Bob, Version 8 oder so. So, dann ganz hinten noch eine Frage. Genau, und zwar würde mich interessieren, wir haben vorhin das Bild gesehen von den Geräten, die dann geschützt sind, dagegen aufgeschnitten zu werden, dass man rausfindet, wie sie funktioniert.
sieht man dann irgendwann das Wettrüsten, dass sie dann auch geschützt sind, dass sie geröntgt oder mit einem CT gescannt werden? Oder ist dann schon sind die Computer dann schon so weit, dass das nicht mehr spannend genug war, sich noch gegen zu schützen? Es tut mir leid, ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Also sind die Geräte dann, ich nehme vielleicht die Maske ab. Das wäre super. Sind die Geräte dann irgendwann auch dagegen geschützt, gescannt zu werden und nicht nur aufgeschnitten zu werden? Das weiß ich nicht. Das weiß ich erst, wenn wir die ersten Scans bekommen haben. Also also über die neuen Geräte gibt es keine Dokumentation. Die waren alle bis vor kurzem im Einsatz und sind jetzt erst deklassifiziert, dass wir sie überhaupt ausstellen und haben dürfen. Das ist eine ganz komische Branche. Also wir haben deswegen auch ab dem Jahr 2000 hört es auf, dass wir Geräte bekommen, denn die bekommen wir noch nicht. Die sind alle noch eingestuft. Die kriegt man nicht. Das dauert noch. Also ist das Scannen bisher noch nicht daran gescheitert, dass es sich dann selbst zerstört hat? Ja, genau. Super. Okay, noch eine Frage hier drüben. Ja, eine Frage zu dem thermischen Zufallszahlengenerator. Sind es wirklich perfekte Zufallszahlen oder nur Pseudorandom? Zu welchem Generator? Die Blackbox, die thermisch die Zufallszahlen generiert. Also, soweit ich weiß, waren diese Zufallszahlen, die aus dem thermischen Rauschen entstehen, echte also eben aus Chaos entstandene Zufallszahlen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich da den Unterschied zwischen den echten Zufallszahlen, die nur aus der Quantenphysik herauskommen dürfen, und die Zufallszahlen, die aus dem Chaos entstehen dürfen. Und das sind eben chaotische Zufallszahlen, die man aber in der Kryptographie als echten Zufall verwenden darf. Soweit verstehe ich diese Box. Und ich habe dazu aber nur als Dokumentation die Information, die der Hersteller damals auf Messen beim Verkauf ausgegeben hat. Mehr haben wir nicht. Es gibt nichts dazu, keine Dokumentation, die tiefer geht. Haben Sie eine statistische Analyse der Zahlen gemacht? Um das zu zeigen, das Dumme ist, sehen Sie, das Kabel ist abgeschnitten. Ja? Also dieses Gerät kam so ans Museum. Ich kann es nicht mehr anschalten. Ich muss es so nehmen, wie es ist, als Blackbox. Also kurz nochmal zum Wiederholen für online. Die Frage war, ob statistische Analysen gemacht wurden. Und ich glaube, die Antwort war, man kann nichts mehr analysieren, weil es nicht mehr läuft. Kurz zusammengefasst. Gibt es nochmal eine Frage? Ich sehe keine Fragen mehr. Ich habe auch nichts vibrieren gemerkt, online auch nicht mehr. Dann nochmal sehr, sehr vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Applaus